Jo Pyros, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mit diesem riesigen Böllervergleich jetzt. Polen, Tschechien, Italien, Belgien, Deutschland, alten Matchcrackern, nagelneuen Böllern FP5 und zum Schluss noch ein paar riesige Böller zum Schluss. So, da fangen wir mal an. Den Knallfrosch hier. Ist ausgegangen. Nehmen wir direkt noch einen. Mal schauen, ob er hüpft. Der Untergrund ist nicht so perfekt dafür. Ah, er hat schon guten Sound. Leider konnte er nicht so hüpfen. So, Weco Sachsenknaller. Ja, mehr oder weniger verpufft, halt Schwarzpulver. Mephisto Manna. Ja, das ist schon gut Saft. So, Zeus. Die Blasio Elio, Italienböller. Sehr schön. Funke. Kleiner spanischer Quaker. Richtig stark. Mini Toffee aus Belgien. Auch sehr schön. Wieder so ein Funke, spanischer Kracher. Richtig Saft. Trueno. War jetzt nicht so toll. Funke VS. Verlängert mit Zündschnur. Ausgegangen. Kann passieren. Haben wir hier von Kometa so einen kleinen Kracher. Naja. Funke, Luftheuler. Einfach übelst geil die Teile. Jetzt haben wir hier Vorwerk Sichen Cracker. Oder wie man den auch immer ausspricht. Süß. Football Bang von Kometa. Ausgegangen, wa? Kann passieren. So, Kometa, die große Version. Trueno, vorwerkbelgium.com. Richtig stark. Sena Trueno. Ausgegangen. Was haben wir hier? Mephisto Manna. Screen 3S Funke.
richtig saftig. Bomber Boom, ich meine, das ist vom Bomber Shop, ein eigener Böller. Richtig kräftig. Funkenschlag 3, Funke. Bin gespannt, ob der stärker ist. Oh, der scheint verpufft zu sein. Ja. So, Sena, Nitrate. Auch nicht schlecht. Ah, wir haben noch einen. Scream 3S. Saftig. Original C4 Pyromax. Rauchring. Jetzt haben wir hier von Funke den FP5. Richtig kräftig. PS5, Funke. Richtig kräftig. Ugly Joe, Vorwerk Belgien.com. Crazy Robots, Fullplex. Klassischer Polenböller. Polnische Variante. Color Salut, extra laut. Einer meiner Lieblingsböller. Richtig kräftig. Hier haben wir einen Funkenschlag 10. Funke. Der scheppert alles weg. Unglaublich, unglaublich stark. Hammer. Weiß ich jetzt gar nicht, von welcher Marke das ist. Muss ich nochmal nachschauen. Da fliegt die Matsche. Hier haben wir ein Scream 5S. Richtig schöne Böller. Jetzt wieder Achtung, sehr, sehr schnell wegwerfen. Das sind belgische Böller mit grauer Lunte. Explodieren sehr schnell. Ebenfalls belgischer Böller, graue Lunte. Noch im Flug. Ebenfalls Big Bang. Deutschland Böller. Zink. Bodenblitz.
Heidi Witzka. Werfen wir euch so ein bisschen weiter nach vorn. Das ist so ein Matchcracker von Tomaszek. Ausgegangen. Noch nicht ausgegangen. Gute Verzögerung. So, Silvery Flower von Funke Feuerwerk. Wunderschöner Böller. Lange Zündschnur. Sehr, sehr sicher. Äußerst kräftig. Black Death, das müsste Pyro Moravia sein. Ja. Der ist verpufft. Ganz klassisch. Megatron, Privatex Pyro. Tschechien. Beziehungsweise Slowakei. Auch mehr oder weniger verpufft, aber hat noch ganz gut gekracht. Neu, Big Dum Bum. Classic. Ausgegangen. Kann passieren. Ist ziemlich nass heute. So, nagelneu. FP5 von Jorge. 0,8 Gramm Neck. Lohnt sich also überhaupt nicht. Und sehr teuer. So, eigentlich eine Rakete. Scream Rocket Nummer 4. Hört euch den Schall an, das ist Wahnsinn. Extra Cobra 6, absoluter Kultböller aus Polen. Da geht die Welt unter, Pyros. Das ist der Wahnsinn. Matchcracker von, das müsste, meine ich, Triplex sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn es einer weiß. Der war gar nicht mal schlecht, muss man echt sagen. Jetzt habe ich mir das ganze Display erstmal vermatscht hier. Ich muss das erstmal sauber machen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht auf den Ausknopf komme. So. Was ein Scheiß. So, jetzt haben wir hier Megaboy. Mini Megaboy. Richtig schön kräftig. HE008 von Hestia. Klassischer Polenböller. Übergangsprodukt. Das matscht hier wie verrückt. Haben wir einen Platz hier ausgesucht. So, Achtung Böller von Tomaszek. Habe ich selbst auch noch nie gehabt. Wunderschön zu, ohne Stopfen, ohne Gips. Aber leider enttäuschender Knall. Big Jumbo, das müsste Kometa sein. Richtig kräftig. Mega Jumbo von Kometa.
ist eine richtige Schweinerei hier. So, Retourne 100, wirf den mal ruhig ein bisschen weiter. Dann sind wir gleich total vermasselt. Irre. Riesenschipoller? Auch aus Polen. No name. Alter Vater. Das wird ja immer besser hier. So. Gigaboy 125. Deckung. Junge, 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 so entstehen die Wolkenpyros. So entstehen die Wolken. Hier könnt ihr was lernen. Es nebelt. Unglaublich. Und zum Schluss eine Super Cobra 20 Ultimate. Super Cobra 10 Ultimate, sorry. Ist leider mehr oder weniger verpufft. So Pyros, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es doch gerne ein Like und kommentiert mal, was euch am besten gefallen hat. Links oben findet ihr meinen Kanal The Oftler, rechts oben The Oftlerer. Und unten findet ihr noch ein paar weitere Videos, wenn euch mein Kanal gefällt. So, und jetzt halte ich hier mal hinter. Ein bisschen hat es genebelt. Also, bis zum nächsten Video. Haut rein, Pyros.